Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part haben wir das Grab des Kollegen von dem einen Polizisten besucht, den er so liebevoll irgendwie quasi als seinen Opa angesehen hat. Und werden jetzt seinen Kollegen, die uns darauf überhaupt angesetzt haben, ein bisschen zu gucken, was los ist mit ihm, davon berichten, was wir denn jetzt rausgefunden haben und dass er halt jetzt einfach gerade mal wirklich ein paar ihn bekräftigende Kollegen und Freunde brauchen kann. Schauen wir mal, ob das hilft. Ich finde es interessant, wie das Ding nur ein Licht hat. Nur ein Bremslicht und nur ein Rücklicht. Wäre wahrscheinlich sonst noch zu breit geworden. Ja? Mehr Platz hatte das Teil nicht. Es ist so ein irres Teil. Aber witzig. Ich finde das echt witzig, das Ding. Fährt sich eigentlich auch ganz okay. Es bremst auf jeden Fall angenehm schnell. Das ist für diese Minimap auf jeden Fall angenehm. Irgendwo eine Kurve rum oder geht das schon? Dann geht das schon. So, hier rum. Und da quetschen wir uns doch noch eben durch. Ja, es wäre fast kontaktlos gegangen. So, hier lang. Da rum. Ein bisschen in den Gegenverkehr reingeraten, aber zum Glück kommt da gerade nichts. Insofern alles nice. Wo lang, wo lang, wo lang? Hier lang. Okay. Alles wird gut. Oh! Oh, das ist echt. Also. Ich bleibe dabei. Jo. Die hätten das wie bei Mafia einfach in die Welt einblenden sollen. Dann könnte man auch die Stadt genießen. Muss die ganze Zeit immer mit einem Auge auf der Minimap schielen, den Weg zu finden und kann jetzt gar nicht Night City so in mich aufsaugen. Oh, ich höre Schüsse. Das ist nicht gut. Vorsicht! Ja, hat er mich gerade Vollhonk genannt? Hat er das gerade wirklich getan? Das geht aber nicht. Moin! Wollen wir nochmal hart rechts? Jawohl. Hier rum und dann sind wir doch schon zu Hause. Scheiße, das reicht nicht. Die wollte sich schon was zu essen kaufen, nicht genug Geld dabei. Ja, das kenne ich. War auch gestern bei der Bank, wollte Geld abheben, hat aber mein Kärtchen nicht dabei. Blöd. Blöd war's, aber naja. Passiert. So, dann drücken wir den Knopf und los geht's. Warte mal. Müssen wir den Fahrstuhl fahren? Doch, müssen wir. Kommt wieder News? Ne, die News haben sich aufgegangen. Doch, da sind sie wieder. Hi. Bin Lillian Jordan und das ist das Neueste aus aller Welt. Der Einsturz der Rimavinskaya-Uranmine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch. Hatten wir schon. Ich bin BD Shack. So. Dann mal los. Dann werden wir mal berichten, was wir gefunden haben. Da sind die zwei. Unweit von seinem Zimmerchen weg lauern sie noch immer. Moin, aber ich habe News. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Ich habe mit Barry geredet. Klar? Lass es also. Einfach, was hat Barry euch über seinen toten Freund erzählt? Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Barry ist hart depressiv. Wir haben geredet. Er wirkt ruhig, aber er ist wirklich am Boden. Ich glaube, er hat ein Problem mit Mendes. Was? Warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Das weiß ich nicht. Du hast deine Probleme ignoriert. Sein Job hat ihm offensichtlich zugesetzt. Er konnte mit niemandem darüber reden. Er meinte, du hast nicht mal versucht, ihn zu verstehen. Na, habe ich doch gesagt. Quatsch. Barry wird gern mal hysterisch. Dann muss man nur etwas schütteln, damit er zu Verstand kommt. Mal sehen. Wir sollten nachher noch mal zu ihm.
Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Jetzt habe ich gar nicht die Option mit dem Grab ausgewählt. Voll scheiße. Na egal. Versuche ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Ich glaube, jetzt wird's beschissener. Wir hätten die andere Option auswählen sollen. Blöd. Bist du da am Kotzen? Na, hoffen wir da mal. Mal gucken, was passiert. Ich wette, das geht jetzt nicht so gut aus, wie es hätte ausgehen können. Wenn wir nämlich die andere Option genommen hätten mit den Infos, die wir aus dem Grab bekommen haben, dann wäre das besser gewesen. Ja. Gut, verschießen. Ihr kennt das ja. Fool on the Hill. Finde alle Tarot-Graffiti in der Stadt. Oh, nö. Besuche Claire tagsüber in ihrer Werkstatt. Das können wir mal machen. Ich will jetzt mal so ein Autorennen fahren. Das kann nur Kacke werden, deswegen auf geht's. Bin mir relativ sicher, dass Autorennen keinen Bock bringen. Aber wir probieren's mal aus. Komm. Gehen wir mal Claire besuchen. Moin. Upp. So, ich müsste mal wieder nach unten in den Eingang, bitte. Follow your instinct. Oh, das ist wieder die Waffenwerbung. Budget Guns. Für jedermann. Auch die Armen. Scheiße, ey. So, dann mal los. Achso, reden wir jetzt mal über gestern. Wo ist meine Rumsmummel? Da ist sie. Rein in die Rumsmummel, auf zur Werkstatt. Ich würde sagen, nach der Mission können wir ruhig mal wieder die nächste Main-Mission machen, oder? Was ich doch will. Ihr zwei hattet den BD-Job. Düt. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, was noch so ist auf der Map. Gibt ja echt einiges an Missionen. Also wirklich einiges. Und einige erzählen ja auch ein paar Geschichten. So wie die jetzt halt gerade. Die fand ich jetzt zum Beispiel auch gut. Auch wenn es mich jetzt geärgert hat, dass ich die falsche Option gewählt habe, aus Versehen. Ich extra zum Grab gefahren und hab's dann nicht verwendet. Das war jetzt ein bisschen doof. Oh, Wunder, ja, ihr kennt das ja. Man muss ja auch Wiederspielwert haben, ne? Irgendwie muss man mal einen kleinen Turn machen hier. So einen kleinen Turn. Dim. Du. So, wir fahren mal munter weiter. Oh Gott, das Ding fällt ja auseinander, wenn man so ein bisschen damit springt. Das ist ja irre. Wow! Ah, läuft noch. Alles wird gut. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. So, hier gehen wir mal rum. Und wieder einen Turn machen, weil die Minimap mir wieder auf den Sack geht. Los. Hier waren wir doch gerade eben erst. Ich erinnere mich an dieses Gebäude. Wir waren aber bei Nacht hier. Du. Hallo. Hier durch. Da sind wieder die Bullen. Alter, ich krieg das Ding doch kaputt. Ich sag euch, ich krieg die Karre doch in den Arsch. Das kann ja auch nicht mehr so lange dauern. Aber wir sind schon lang mit dem Buckel unterwegs, muss man echt sagen. Läuft, gehört uns mal nicht. Aber er leistet uns gute Dienste. Ah, passen wir da durch.
Wir sollten auf jeden Fall nicht frontal in so einen LKW reinfahren. Moin, muss man eben überholen. Sehr geil. Da läuft, sag ich euch, das läuft. So ist die Gute. There we go. Bitte aussteigen und rinn in die Werkstatt. Statt für ein Dingens. Moin! Komm schon, Baby. Claire? Claire? Unterm Wagen. Nette Kutsche hast du da. Hey, Claire. Fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Fahrer? So. Und du navigierst oder was? Ein Fahrer? Und du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut. Fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Aber du machst das nicht zum ersten Mal, oder? Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Aufgehört? Naja. Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Ich kann das Fahren übernehmen, wenn du möchtest. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Okay. Es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Ich habe auch ein Auto. Was steht denn so auf dem Spiel? Was springt dabei für uns raus? Die ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Ab jetzt schon Gänsehaut. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Bist du richtig? Die Voice von ihm macht mich fertig. Oder ihr? Das ist der... Wie heißt denn die Serie? In the Middle? The Middle, glaube ich. Und da spricht er... Ich glaube, es ist nicht ein Typ. Spricht er so einen Schwulen. Macht das auch sehr gut. Aber ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Und jetzt ist das halt so eine taffe Frau. Und das, Was ist denn hier los? Ah, wunderbar. So ein paar Fliegen um eine Kloschüssel rum. Da fühlst du dich gleich gut. Gut. Schließ die Qualifikationsrennen ab. Warte, bis Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Wir gehen jetzt erstmal wieder unsere Muggelkarre. Hier mal die Map aufmachen. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie viele Ausrufezeichen da sind. Okay, warte. So. Mittel. Hoch. Sehr hoch. Gut, es ist zum Glück sehr viel sehr hoch. Was ist das? Fahrzeug zum Kaufen? Nee, brauchen wir alles nicht. Mal in unser Journal reingucken. Was haben wir denn noch so? Da warten wir jetzt erstmal ein bisschen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Ghost Town, oder? Down in the street trifft dich mit Takamura. Niemand sagt, hätte ich würde eines Tages Anruf von Saburo Arasakas scheiß Bodyguard annehmen. Hätte ich laut gelacht. Map 10 Plan. Okay, wir wissen jetzt, dass die Voodoo Boys hinter all dem stecken. Das ist schon mal ein Anfang. Das Problem dabei ist, dass wir sie auch irgendwie erreichen müssen. Das ist schlecht. In Pacifica gibt es eine Menge zu finden. Nur selten das, was man gerade sucht. Wenigstens hast du den gesichtslosen Fixer, der dir bei der Suche nach diesem Furz im Wind helfen kann. Klingt nach einem Riesenspaß. Guck mal eben, ob wir jetzt hier noch irgendwas haben, was wir noch eben machen können. Happy Together. Versuchen ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Der Beast in Mies Boxen, Psycho Killer, müssen wir nebenbei weitermachen. Beat on the Bread ist nicht so mein Ding, beim Auftrag geht nicht. Hier haben wir noch 2 Missionen, wo wir wieder was töten sollen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. Down on the Street, wenn mir jemand gesagt, machen wir Down on the Street, komm. Down on the Street machen wir jetzt.
Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Main-Missionen. Und dann schauen wir mal. Treffen wir uns mal mit dem Guten. Hallo, ich muss hier beim durch. Vorsichtig. Bisschen die Story wieder voranträumen. Di-di-di-di-di. Oh. Wenden. Ihr müsst euch entspannen. Okay, da vorne flasht ein bisschen Text ein, warum auch immer. Alles für gut. Wir sind über Nebenquests. Es ist alles voll in dieser Welt. Also, man hat auf jeden Fall genug Content. Das wird zumindest von der Menge her ist genug geboten. Das muss man echt sagen. So, vorsichtig. Au. Weiter geht's. Da fliegen ein paar Flugschiffe rum. Ja. Ah! Ach, diese Map, Alter. Ich bin einfach zu schnell. Schiebt es einfach darauf. Sagt einfach, Fuchs, du musst einfach langsamer fahren. Halt dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann ist die Minimap auch nicht zu nah beim Autofahren reingezoomt. So, irgendwann geht's bestimmt wieder rechts. Leicht rechts. Oder so ein Navi. Weißt du, wie bei GDA. Da hat man sogar ein echtes Navi, das einem vorsagt, wo man lang muss. So, wir sind nah dran. We are damn close. Wow, das war mal haarscharf oder was? Aber hallo, ey. Scheiße. Eben hier vorbei, danke. So, fahren wir hier runter an den Müllsäcken vorbei. Ganz entspannt, wo sind wir denn hier? Unter der Brücke irgendwie. Sieht ein bisschen nach so einem Ort aus, wo man sich heimlich treffen würde. So, da vorne gab es noch was Grünes. Ich möchte das eben schnell nur einsammeln. Bevor wir zu ihm hingehen. Grünes Loot! Da. Mit irgendeiner mitten im Tunnel seinen Schlafplatz aufgebaut. Und ich möchte sein Loot haben. Ungewöhnliches Material. Und er hat genau so eine muggelige Karre wie wir. Nur, dass seine nicht mehr so gut intakt ist. Und wenn ich überlege, unsere musste auch schon ein bisschen was aushalten heute, aber die sieht doch noch okay aus. Das ist der Smart der Cyberpunk-Welt. Ich sag euch das. So, okay. Wieder einsteigen. Eben wenden. Di-di-di. Au. So, let's go. Oh, 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 oh. Ich wollte mal gucken, wie das dynamische Schadensmodell ist. Es ist jetzt nicht so, als würde ich eben noch eine Minute Zeit rumbringen wollen, damit wir in dieser Folge nicht mehr mit der Story anfangen, weil jetzt wegen 20 Sekunden noch ein dickes Gespräch anfangen ist halt irgendwie zu knapp. Ne? So ist es jetzt nicht. Ja, aber es ist genau so. Okay, warte, ich fahre hier nach ran. Und dann halten wir hier an und dann geht das hier nächstes Mal weiter. Denn, meine Lieben, die Folge geht jetzt noch 14 Sekunden und ich sage, wie es ist, das lohnt nicht mehr, ne? Deswegen machen wir jetzt einfach hier ganz gemütlich einen leichten, gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, es war bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.